wie finde ich denn das? Eine American Express Card. Zum Erfolg die Privilegien. Wir sollten lieber abhauen. Mir gefällt's hier oben. Wieso? Hast du vielleicht eine Höhenkoller? Ich weiß nicht. Nachdem, was mit Johnny Gobbs passiert ist. Ist doch Quatsch. Johnny Gobbs hat sich volllaufen lassen und ist auf dem Dach rumgehopst. Um den ist es nicht schade. Nein, Kumpel. Ich habe was anderes gehört. Ich habe gehört, dass eine Fledermaus ihn gekascht hat. Fledermaus? Oh Mann, verschon mich mit dem Blödsinn. Verdammt. Lass mich leben. Lass mich leben. Bring mich nicht um. Lass mich leben. Ich werde dich nicht töten. Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Du wirst all deinen Freunden von mir berichten. Was bist du? Ich bin Batman. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass diese Stadt wieder sicher wird. Für anständige Bürger. Anständige Menschen sollten hier gar nicht leben. Sie könnten woanders viel glücklicher sein. Und das war ein Angriff gegen Karl. Mach dir nicht dein Köpfchen heiß. Wenn dieser Clown da Karl gefährlich werden könnte, hätte ich ihn längst weggepustet. Wenn Grissom alles über uns wüsste, hätte er dich vielleicht schon weggepustet. Bild dir nicht so viel ein, Engelchen. Er ist alt und müde. Er kontrolliert die Stadt nicht ohne mich. Und außerdem weiß er nichts von uns. Er hat Glück gehabt, er lebt noch, er lebt noch. Hallo, Lieutenant Eckhoff. Wie ich hörte, hat die Fledermaus wieder zugeschlagen. Ist sie diesen Monat schon das 8. Mal gesehen worden? Außerdem soll der Polizeichef eine Akte darüber angelegt haben, stimmt's? Vergiss es, Nox. Die zwei sind auf einer Bananenschale ausgerutscht. Eine Fledermaus. Lieutenant, gibt es eine 1,80 Meter große Fledermaus in Gotham City? Wenn ja, steht sie auf der Lohnliste der Polizei? Und wenn es so ist, was verdient sie nach Abzug aller Steuern? Eckhart, ich hab dir eine kleine Stärkung mitgebracht. Rechenschaft bin ich nur Grissom schuldig, keinem Psychopathen. So, meinst du, du solltest mehr an deine Zukunft denken? Ach, Sie meinen wohl, wenn Sie den Laden schmeißen. Sie haben keine Zukunft, Jack. Sie sind nur ein Irrer ersten Ranges und Grissom weiß das. Wo hast du deine Nächte verbracht, Junge? Ich studiere gerade Ihre Story. Und ich studiere Sie. Hi, ich bin Vicky Vale. Was führt Sie zu uns? Ich bin hergekommen, um was von Gotham Citys Tierwelt zu sehen. Fledermäuse. Meine Bilder und Ihre Story, damit können wir den Pulitzerpreis gewinnen. Denken Sie mal darüber nach. Okay, Sie haben Ihre Vision. Darüber hinaus sind Sie die Einzige, die mir glaubt. Nun ja, also, was ich brauche, ist was Greifbares. Gordon hat eine Akte darüber, aber den kriege ich nicht mal ans Telefon. Vielleicht ist er auf Bruce Waynes Wohltätigkeitsball. Ja, ich verstehe. Nur so, wie es aussieht, stehe ich nicht auf der Gästeliste. Sicher nicht. Oh ja, ja. Oh, Vale, würden Sie mich heiraten? Niemals. Du bist ein schlauer Hund, genauso wenn wir es abrollen lassen. Ich würde mich am sichersten fühlen, wenn du die Operation durchführst. Karl, kann nicht jemand anderer die Aktion übernehmen? Ich meine, wegen der Dämpfe in diesem Laden. Jack, das ist ein überaus wichtiger Job. Du bist mein bester Mann, der mein Vertrauen genießt. Du, Jack, bist meine Nummer eins. Wird sich bald wandeln. Polizeipräsidium. Verbinden Sie mich mit Lieutenant Eckhart. Sie dürfen noch helfen. Commissioner, Sie sehen bezaubert aus. Sagen Sie, stimmt die Geschichte, dass Ihr Mann eine Akte über Batman hat? Ist das was? Zum wiederholten Male, Nox, es gibt keinen Batman. Und wenn es ihn gäbe, hätten wir ihn schon längst verhaftet. Können Sie bestätigen, dass es ihn gibt? Seien Sie doch ehrlich, Commissioner. Na, Commissioner, wie geht's? Ganz und gar nicht. Oh, Mr. Dent, ich mag Ihre Krawatte. Gordon und ich haben gerade das für und wieder geflügelte Rächer diskutiert. Übrigens, wie stehen Sie dazu? Mr. Nox, wir haben schon genug Probleme in unserer Stadt. Ersparen wir uns die Diskussion über Kobolde. Also Geister. Entschuldigen Sie, damit haben Sie die Sache aber noch nicht dementiert. Ein anonymer Tipp. Nick Pillars Excess Chemicals aus. Wieso bin ich nicht verständigt worden? Wer leitet die Aktion? Eckhart, Sir. Wieso ausgerechnet er? Kommen Sie, gehen wir.
uns hier reingelegt, Freunde. Passt auf. Stehen bleiben! Hier spricht Commissioner Gordon. Er wird lebend gefangen genommen. Ich wiederhole, jeder, der das Feuer auf Jack Napier eröffnet, hat sich zu verantworten. Hey, Kerl! Denk mal über die Zukunft nach! Oh Gott, nein! Nette Aufnahme. Bleiben Sie da stehen! Wer ist der Kerl? Ich weiß es nicht. Bis wir es wissen, bleibt die Sache geheim. Also was hast du in Erfahrung gemacht? Na schön, hier ist der Stadtkern, hier ist Axis Chemicals und da ist er bisher immer gesehen worden. Vielleicht hat Batman eine bestimmte Flugroute, nach der er fliegt. Was anderes wüsste ich auch nicht. Die Idee ist gar nicht mal übel. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir gehen heute Abend essen und dann verfolgen wir seine Spur. Das geht leider nicht. Ich bin verabredet mit Bruce Wayne. Wayne? Wayne, das kann doch nicht wahr sein. Ich fasse sein. Der Kerl ist doch ein Langweiler, ein vermögender Knochen. Nett, dass du so besorgt bist. Wiedersehen. Hatten Sie Schwierigkeiten, das Haus zu finden? Nein, es war kein Problem. Gut. Essen Sie eigentlich gern hier drin? Ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich hier, glaube ich, vorher noch nie gegessen. Möchten Sie woanders hin? Sehr gern. Es gibt ja unendlich viele Stufen in diesem Haus. Oh, meine Füße bringen mich nochmal um. Ich habe einen kleinen Schwips. Und Sie kein bisschen. Hey, noch einen Drink und ich fliege. Wieso? Haben Sie Angst vor dem Fliegen? Mal sehen, wie es uns gelungen ist. Oh mein Gott. Spiegel. Spiegel! Ich bitte Sie zu bedenken, dass die Nerven vollkommen durchtrennt waren, Mr. Napier. Sehen Sie sich doch nur mal an, womit ich gezwungen bin zu arbeiten. Bist du's, Zuckerschneckchen? Zum Teufel, wer sind Sie? Ich bin's, Zuckerschneckchen. Jack? Oh, oh, Gott sei Dank, du lebst. Ich hatte gehört, du wärst... Frittiert worden? Hast du das gehört? Wegen einer Frau hast du mich in die Falle gelockt. Wegen einer Frau! Jack, hör zu. Möglicherweise können wir uns noch einigen. Jack ist tot, mein Freund. Nenn mich einfach Joker. Und wie du siehst, bin ich sehr viel glücklicher. Jack! Bis ihr es mit mir zu tun kriegt.
Grissom hat Ihnen sein Geschäft übertragen? Mr. Grissom hat mich gebeten, ihm einen persönlichen Gefallen zu tun und seine Geschäfte so lange zu übernehmen, bis er wieder zurück ist. Grissoms Unterschrift ist rechtsgültig. Sie ist wirklich rechtsgültig. Ich habe es gesehen. Ich war da. Ich habe alles gesehen. Er hat seine tote Hand ausgestreckt und mit eigenem Blut unterschrieben. Und er hat es mit dieser Feder getan. Hallo, Winnie. Hier ist dein Onkel Bingo. Die Feder ist wahrlich mächtiger als das Schwert. Mr. Dent, was halten Sie von der Theorie, dass der mysteriöse Batman Vollstrecker der Unterwelt sei, der die Verbrecher umbringt? Entschuldigen Sie, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Batman! Batman! Kann mir jemand verraten, in was für einer Welt wir heutzutage leben? Wo ein Mann, der herumläuft wie eine Fledermaus, die ganze Presse auf sich lenkt? Augenblick mal, wer ist das denn? Das ist Vicky Vale. Sie ist Fotografin, arbeitet mit Knox zusammen. Also Stil hat die Kleine. Vor allem Gottes Machimba. Ich muss sagen, ein so hübsches Luder könnte einen Mann echt auf Touren bringen. Sie trifft sich mit einem Kerl, der Wayne heißt. Sie wird sich schon bald verbessern. Es ist nicht so leicht, innerhalb der Grenzen zu bleiben. Ich lege mir bald ein neues Mädchen zu, Bobby. Ich hätte mal wieder Lust, ein bisschen zu bumsen. Telefonbuch. Ja, Sir.